Moin, moin Leute und willkommen zurück zum letzten Rennen, die letzte Challenge. Die WM ist schon mal unsere. Nur noch ein Duell gegen den Hamilton steht aus. 1-1 steht es, also das entscheidende Duell. Und wir sind bei einem hoffentlich sonnigen Qualifying und sonnigen Rennen in Abu Dhabi. Und da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt, wir befinden uns hier auf dem beeindruckenden, was wir hier reißen können. Ja, und noch was ganz Wichtiges, ne? Weil ja morgen dann nichts mehr kommt, weil ich das Let's Play dann hiermit beende mit dieser Folge. Sage ich es jetzt schon mal, bevor ihr kurz vor Ende der Folge dann abschaltet. Ich werde morgen um 12 Uhr werde ich eine Info raushauen zu F1 2013. Da solltet ihr unbedingt zuschauen und mir dann sagen, wie ihr was wollt, weil ich werde euch da was vorschlagen, wie wir das dann machen. Und da brauche ich eure Hilfe, weil das will ich nicht alleine entscheiden, sondern das sollt ihr entscheiden. Und ja, da würde ich dann einfach mal euch bitten, dran teilzunehmen. Also einfach das Video angucken, das wird nicht lange dauern, ein paar Minuten, dann werde ich euch vorschlagen, was ich denn vorzuschlagen habe. Und dann könnt ihr mir sagen, ja, nein, vielleicht. Und ja, also morgen um 12 kommt das Video dann raus. Einfach nur kurz reinschauen, Bescheid sagen und dann würden wir uns danach dann nämlich bei F1 2013 wiedersehen. Und das wird morgen dann elementar wichtig für das Let's Play, was uns dann bevorsteht. Ihr werdet das dann sehen. So, das dazu. Jetzt kümmern wir uns hier aber mal um unsere Runde, die ja eigentlich ganz gut aussieht. Wo ist denn der Geistfahrer? Macht der mit? Ach, der ist da hinten gewesen. Na gut. Ja, die Strecke mag ich hier ja auch sehr gerne. Was ich hier auch sehr sympathisch finde, dass die Strecke ja auch bei Grid 2 ist. Da kann ich hier schon mal Werbung für Grid 2 machen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, das Let's Play lohnt sich. Gibt's auf meinem Kanal. Alle Folgen sind schon da. Grid 2. Uiuiuiui. So, und das war's schon mit der Runde. Und deutliche Führung. Gratuliere, fantastische Leistung. Gut gemacht. Jetzt setzt das im Rennen auch um. Ja. So schwer war es dann aber auch nicht. So, und das Rennen, das wollen wir dann natürlich nicht so verbocken wie gestern. Also das ging ja mal gar nicht, was wir da abgeliefert haben. 98,6%. Das war wirklich nicht so toll. Ja, die gewonnenen Fahrer-WMs, das ist hier schon mit reingerechnet. Konstrukteurs-WM, ja, ist gar nicht sicher, weil wir halt im Ferrari sind. Und ja, unser Mitfahrer, der kann nämlich gar nichts. Also unser Teamkollege natürlich. So, der Massa ist nämlich nicht der schnellste. Und das nicht nur in diesem Let's Play, sondern auch im der richtigen Saison, da sieht man doch schon extremst die Unterschiede. Ähnlich wie bei Vettel und Webber, die sitzen im gleichen Auto, aber man sieht halt, wer wie viele Punkte geholt hat und wo zu finden ist. Ähnlich ist es dann halt auch bei den anderen Teams. Bei Mercedes ist es noch ziemlich ausgeglichen, bei Ferrari ist es halt extrem, weil der Alonso ein guter ist. Jetzt geht's aber erstmal los. Die letzten 5 Runden in diesem Let's Play. So, und wir kommen schon mal gut weg. So, und jetzt Gas geben.
Vorsprung vergrößern, damit wir uns wieder so Fehler leisten können wie beim großen Preis von Deutschland und man am Ende dann nicht ganz hinten da ist, sondern immer noch recht weit vorne. So, und das sieht ja erstmal ganz gut aus, ne? Kann man ja eigentlich nicht viel gegen sagen. So, und dann war es das auch schon fast mit der ersten Runde. Und ich schätze mal 4,5 Sekunden Vorsprung. Boah, 8 Sekunden, was zum? Da habe ich mich ja voll verschätzt. Zum Glück. Meine Herren, liegt das daran, dass die Strecke hier länger ist, dass wir da einfach mehr rausholen können? Na gut, in der ersten Runde holt man immer ein bisschen mehr auf als in den anderen Runden. Vielleicht können wir uns dann diesmal das Ziel nehmen, 20 Sekunden Vorsprung zu haben und am Ende dann ja, froh sein, dass wir als Vierter ins Ziel kommen. Wer hat denn hier abgekürzt? Wir doch nicht. 11 Sekunden Vorsprung. Ah! Wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. So, 14,8. Also, das mit den 20 Sekunden sieht doch ganz gut aus. So, und ich bin ja echt gespannt, was ihr dann morgen zu meinem Vorschlag überhaupt sagt. So, und ich hoffe mal, dass es dann auch schon... Ja, ich muss da nochmal reingucken. Ich hoffe mal, dass es jetzt auch schon einen konkreten Termin gibt, wann das Spiel rauskommt. Aber ich orientiere mich da immer so an dem... Release-Datum von F1 2012, an welchem Tag das rausgekommen ist, dürfte eigentlich nicht viel unterschiedlich sein, halt nur 2013. Momentan liegt ein Rivale auf dem zweiten Platz, Platz 2. Zwei. 17,7 Sekunden, meine Herren. Also, diese Saison-Challenge sind auf jeden Fall richtig gut, um ein bisschen Selbstbewusstsein wieder, Selbstvertrauen zu tanken. Für die nächste WM.
So, und die 20 Sekunden können hier jetzt schon fast, ja, 21. Das ist schon, das ist noch der Checkpoint davor, obwohl wir schon durch den anderen durch sind. Leider ist die Strecke so lang mit 1,45. Da haben wir leider keine Chance, dann die letzten ganz hinten mal zu überrunden. Dafür ist die Strecke einfach viel zu lang. Ja, und das sieht sehr gut aus, was wir hier machen. Ah, aufpassen. Jetzt können wir auch die 30 Sekunden als Ziel nehmen, oder? Jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr. So, schnellste Rundenzeit. So, 28 Sekunden. Die dürften gerade durch Start-Ziel durchgefahren sein. Hamilton liegt 30 Sekunden hinter dir. Oh, 28, ja. So, super durchgekommen. Also, das hier war wirklich ein Paraderennen von uns. Ganz wenig Kurven, die wir nicht optimal erwischt haben. So, und bin ich mal gespannt. Vielleicht sogar 33, 34 Sekunden Vorsprung. 1 schönes Finish hier für dieses Let's Play. Nach über 100 Folgen. Was für ein Ergebnis. Damit hat er das Rennen gewonnen. Jetzt sollte er unbedingt seine E-Mails lesen. Vermutlich findet er dort ein Vertragsangebot von McLaren. Ja, allerdings ein bisschen zu spät. Und bei McLaren waren wir ja auch schon. So, das gibt nochmal ein paar Punkte fürs Xbox-Konto. Sehr schön. So soll's doch sein. So. Ja, prüft Vertragsangebot, ist Weltmeister.
Ja, ein schönes Video zum Abschluss. Ja, und dafür gibt es natürlich nur die Silbermedaille, weil ich glaube, die war halt nur auf Mittel und nicht auf Schwer. Gut, Leute. Also, damit beende ich hiermit das Let's Play. Ja, wir haben, ich weiß gar nicht, über 130 Folgen, glaube ich, haben wir gehabt. Zwei Saisons. Wir werden, das werde ich morgen ansprechen, also morgen um 12, schaltet auf jeden Fall rein. Denn ihr könnt da eine Woche oder zwei Wochen lang abstimmen oder bis das nächste Let's Play rauskommt, habt ihr dann Zeit genug. Ich sehe die Tendenz ja schon, weil das wird sehr wichtig werden für das Let's Play. Da habt ihr die Entscheidungsmacht und wir hören uns dann quasi morgen um 12 wieder. Und dann gibt es Informationen zum F1 2013 Let's Play. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen hier. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war auch immer, ja, war auch teils sehr frustrierend, teils richtig geil. Höhen und Tiefen. Und ich hoffe mal, dass es dann 2013, F1 2013 auch so sein wird. Da werden wir dann im Sauber starten. Sollten es die dann überhaupt noch geben, weil denen geht es ja finanziell nicht so gut. Aber ist egal, kümmert uns nicht. Wir sehen uns morgen. Bis dann.